Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City Folge Nummer 4 von der Staffel Nummer 2. Nur Singles gibt man den Gnadenschuss? Fragezeichen. Hallo Nils. Hallo Chris. Fangen wir wieder mit der Inhaltsangabe an. Sehr gern. Carrie genießt das Single-Leben, feiert die Nacht durch und kommt zu spät zu einem Fotoshooting, bei dem ihr grauenhaftes Foto zu ihrer Schande auf das Cover des New Yorkers kommt. Samantha datet den Nachtclubbesitzer William, dessen Gerede von wir sich als billige Masche entpuppt, sie ins Bett zu kriegen. Charlotte probiert sich an einer Beziehung zu ihrem Schauspielerkumpel Tom, als dieser ankündigt, nach Salt Lake zu ziehen. Und Miranda trifft sich wieder mit Josh und weiß nicht, ob es besser ist, Orgasmen vorzutäuschen oder nicht. Die Folge der Folge, also die vorgetäuschte Folge, könnte man sie auch nennen. Stimmt. Denn es geht ja andauernd nur um Sachen vortäuschen, Liebe vortäuschen, Orgasmen vortäuschen, Beziehungen vortäuschen. Ist total interessant zu sehen, das Ganze. Ausgeschlafen sein vortäuschen. Genau, genau. Wir sehen dieses erste Mal die Mädels zu einem Zeitpunkt, wo alle vier Singles sind. Hm. Sie tanzen in einer Salsa-Bar, trinken Tequila. Das erste Mal, glaube ich, dass wir offiziell sagen können, es ist ein Cocktail, ähnliches Getränk. Ach, meinst du, wä? Echt? Vorher haben sie nämlich nur Wein getrunken in der letzten Folge. Das hatte ich nämlich nicht erwähnt. In den anderen haben sie sonst keine Cocktails getrunken. Und das faszinierende Tartini wird hier auch erwähnt. Wollte ich gerade erwähnen. Tartini. Mhm. Tartini, ein Preiselbeer. Preiselbeer. Genau, ein Wodka mit Preiselbeergeschmack. Der Tartini. Hm. Ja, fangen wir mal mit Samantha an, würde ich sagen. Sie lernt ja nämlich diesen unfassbar eklig aussehenden Barbesitzer kennen oder Restaurantbesitzer, je nachdem, wie man das halt betiteln möchte, der so ein langgezogenes Gesicht hat und total wirbezogen ist. Aber auf Englisch klingt er ganz nett. Also okay. Irgendwie einen netten Akzent, so kubanisch oder sowas. Mhm. Naja, passt dann ja auch zum Laden, aber er ist halt wirklich so dieses wir und lass uns, wir werden uns kaufen und wir werden machen und wir werden, wir. Das ist ja so furchtbar. Das geht gar nicht. Aber sie fällt steht auch drauf. Ja, das ist total schockierend eigentlich. Samantha steht total da drauf, in einer Wir-Beziehung zu sein. Und wird dann total enttäuscht. Die tut mir dann auch total leid, wie sie dann später in dieser in diesem Restaurant alleine sitzt und auf ihn wartet, in diesem schönen weißen Kleid. Und dann ist sie so verzweifelt, dass sie fast mit den Kellnern nach Hause geht. Aber so verzweifelt dann doch wieder nicht. Nee, dann doch nicht. Sie drückt ihn Schein in die Hand und geht. Mhm. Guckt ihn dann noch liebevoll an und lacht so ein bisschen in sich hinein und denkt so, nein, Schätzchen, so nötig hast du es dann doch nicht und haut dann ab. Ja, Miranda ist ja scheinbar die PR-Tante von Carrie. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, sie ist Anwältin. Eigenartig. Ist sie ja auch irgendwie, aber sie ist auch für den juristischen Kram scheinbar bei ihr zuständig, was später dann Samantha macht. Komischerweise, das wird dann das erste Mal in dieser Bar dann erwähnt. Und die Mädels feiern ja. Und am nächsten Tag hat Carrie eigentlich ein Fotoshooting. Und dieses Fotoshooting ist ja eigentlich recht wichtig, denn das ist ein Fotoshooting für ein Cover. Ich glaube, das People Magazine ist es. Ach so, weil ich habe New Yorker gesagt. Aber das stimmt. War das ein New Yorker? Doch, dann war das der New Yorker. Ja, doch. Ja, aber sie ist auch ein People. Könnte auch sein. Nee, ich habe es jetzt gerade nachgeguckt, es ist tatsächlich der New Yorker. Okay. Je nachdem, also wie dem auch sei, also die Mädels halten sie auf, weil es ja gerade so schön ist, zusammen zu feiern und sie denkt sich dann halt auch, nachdem sie fertig feiern waren und sie dann zu Hause sitzt, ach, ich mach doch einfach mal die Nacht durch, was kann denn da schon schief gehen? Und dann kommt dann ein Anruf von Stanford, der total entsetzt ist, weil er das ja scheinbar irgendwie mit initiiert hat. Der ist ja irgendwie mit diesem Fotografen verbandelt. Der Fotoeditor. Mhm. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was er da zu suchen hat, ehrlich gesagt. Ja,
keine Ahnung, vielleicht sollte er dabei sein oder der hat auf jeden Fall das Ganze so weit organisiert, dass sie dann auf dem Cover kommt. Für das Thema Single and Fabulous, also Single und fabelhaft, Ausrufezeichen eigentlich. Was daraus aber, es wird aber kein Single and Fabulous Ausrufezeichen, sondern ein Single and Fabulous Fragezeichen, denn sie kommt nämlich einerseits extrem zu spät, ungeschminkt, total fertig, raucht, während sie denn fotografiert wird, hofft dann natürlich noch geschminkt zu werden. Die Fotografin schon unfassbar genervt, stimmt ihr einfach nur zu und schießt währenddessen Fotos, während sie dann von Stanford einen entkoffeinierten Kaffee bekommt, was sie auch total entsetzt einfach da sitzen lässt und währenddessen werden dann halt unfassbar grausame Fotos von ihr geschossen. Und sie entschuldigt sich durchgehend, was mir wirklich auf den Kick. Ja, ja, das ist total nervig. Aber jetzt mal ganz im Ernst, welche Zeitschrift würde das denn machen? Die jemanden City. Zu featuren? Die City würde nicht das mal die. Machen. Ach, nie und nimmer. Die würde niemanden so aussehen lassen auf den eigenen Cover. Wer kauft denn so ein Cover? Also, nee, das geht gar nicht. Ich das frage mich auch, machen sie danach dann noch glamouröse Fotos? Sie muss doch eigentlich wissen, dass dann, ja, das zeigen sie nicht mehr, aber das habe ich mich auch gefragt, ja? Wissen sie ja wahrscheinlich, weil sonst würde sie ja nicht, sonst würde ja nicht jemand zu ihr sagen, okay, das war's, und sie sitzt dann da und so, hä, was war's? Wir haben da noch gar nicht angefangen. Doch, doch, das war's. Die müssen ja eigentlich noch ein richtiges Shooting gemacht haben. Ja, genau. Und sie ist ja dann auch noch total entsetzt, weil es ja halt die falsche Überschrift ist, ne? Genau. Fragezeichen. Ja, Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen. Das Ganze bespricht sie dann in einem Café mit den Mädels. Mhm. Beziehungsweise am nächsten Tag ist sie Powerwalking mit Charlotte und Miranda. Wir sehen das erste Mal, dass Carrie Sport macht, sonst ist sie nur fettige Sachen, weil sie kocht ja auch nicht. Dann hat sie ein Oberteil an, wo die Nippel so einfach rausragen. Die, das ist eine Waffe. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ganz, also total dramatisch. Also diese, das sieht total unecht aus. Und die stehen so nach oben, ab, rechts und links rausgucken. Total schlimm. Ja. Auf dem Weg zum Powerwalken, was interessant auch ist, Charlotte und Miranda sind ja total dabei, während Gary einfach nur herumläuft, so rumstürzt. Naja, sie ist nicht genervt, sie springt herum und raucht dann nebenbei immer wieder, weil sie eine Pause macht. Irgendjemand sagt irgendwas und sie meint dann, oh, da müssen wir jetzt eine Pause machen und dann raucht sie eine. Ja, während sie dann raucht, machen die anderen irgendwie fleißig Übungen, das ist auch so großartig. Miranda trifft dann einen ehemaligen Augenarzt, der total hot ist. Boah, so ich finde die total schön. So ja, und dann geil. Ist er auch nackig, so gut aussehend. So schön. Aber kann man einigen, dass es bis jetzt der schönste Mann in der Serie war? Nicht der schönste, aber einer der schönen. Wir haben ja schon in der letzten Folge festgestellt, dass wir den Typen von Carrie sehr schön fanden. Süß, den fand ich nicht schön. Süß, ja. Doch, ich fand ihn schön. Ja, aber zumindest von Miranda ist es der erste Typ, der wirklich gut aussehen war, finde ich. Total süß und echt, also total sexy auch. Skipper vielleicht. Diese peinliche Stille, die schneide ich jetzt nicht aus. Ich wollte dich nur ärgern. Aber oh mein Gott. Auf jeden Fall ist das ein Augenarzt und wir erfahren, dass Miranda den Orgasmus permanent bei ihm vorgetäuscht hat. Ja, beziehungsweise sie hatten sich nur zweimal getroffen, glaube ich. Und dann, ja, und dann hat sie ihn immer verloren. So peinlich war, hat sie sich nicht mehr bei ihm gemeldet. Ja, kann man auch irgendwie nachvollziehen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Zeitschrift von Carries furchtbaren Fotoshooting dann nach diesem Powerwalk ihr ins Gesicht sozusagen springt. Dann trifft sie sich mit dem Mädel, sie ist dann total fertig. Also die lesen dann den Artikel und in diesem Artikel kommt dann irgendwie vor, dass man doch nicht so fabelhaft sein kann, wenn man 40 ist und jede Nacht ausgeht, wohingegen dann Charlotte einwirft, wer denn jede Nacht ausgehen würde und Samantha hinterher dann anspricht, wer denn hier überhaupt 40 ist. Eine interessante Stille setzt dann ein. Alle gucken
so ein bisschen verlegen und betreten. Und Carrie ist dann halt ein bisschen skeptisch. Am nächsten Tag trifft sich dann halt auch Charlotte mit ihren arbeitslosen Schauspieler, der permanent alles bei ihr repariert und fängt dann eine Beziehung an, nachdem sie feststellt, dass er ja die Stadt verlassen möchte. Das wirkt so ein bisschen verzweifelt. Ja. Und jetzt simuliert sie sozusagen eine Beziehung. Also ich meine, den kannte ich irgendwoher. Der kam mir so vertraut vor, ich weiß nicht warum. Der muss später in irgendeiner Serie mitspielen, die ich kenne oder so. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, ja. Das spielen sehr viele Leute manchmal mit, die in anderen Serien weiter irgendwelche Hauptrollen oder so ergattert haben. Auf jeden Fall ist er schon ganz gar nicht mal so unansehnlich. Nee, das stimmt, aber das war halt so wieder mein langjähriger Freund Tom, den man halt noch nie gesehen hat in der Serie, der ab und zu vorbeikommt. Und, ja, und sie muss ja scheinbar irgendwie diese Wohnung besitzen, denn sie machen da ja so einiges sauber, neu und ach so, du meinst, die ist gar nicht gemietet, sondern die gehört ihr? Ja, ich glaube schon. Also es wirkt zumindest so. Dann braucht man ja eigentlich auch nicht mehr arbeiten gehen, wenn man eine Wohnung in Manhattan hat. Ja, doch, du musst ja auch noch irgendwie leben, ne? Und es ist ja auch wichtig, irgendwie noch mitreden zu können. Könnte ja nach Connecticut ziehen. Sie ist noch nicht verheiratet. Stimmt. Ja, auf jeden Fall finde ich ja auch ganz interessant, dass Carrie dann halt, während sie zu Hause in ihrer Wohnungsecke rumsitzt und auf ihren Notebook rumtippt, ihre Pumps anhat währenddessen. Das fand ich, das sah sehr, sehr, sehr eigenartig aus. Sie hatte da sowieso so ein komisches Outfit. Ich fand da noch irgendwas merkwürdig an dem, was sie anhatte. Ich weiß gar nicht mehr was. Rolling Stones T-Shirt, glaube ich. Ach ja, diese Zunge. Kann ich auch nicht mehr genau, sehen. Genau. Und dann trägt sie halt ihre Pumps da. Und also dieser Tisch ist auch sehr niedrig. Und wie sie dann halt da sitzt und tippt, das wirkt schon so ein bisschen komisch. Sie schreibt ja auch immer nur einen Satz. Sie schreibt ja immer nur die Überschrift. Ja, und danach sehen wir tatsächlich wieder Leute direkt in die Kamera sprechen. Was ja auch interessant ist. Endlich mal wieder. Ja, ich dachte tatsächlich, das wäre jetzt nur in der ersten Staffel, aber das Ganze zieht sich dann weiter durch. Ja. Ich bin total narrative entsetzt. Ja, Miranda ist dann halt auch verzweifelt, beziehungsweise ruft sie ihren ehemaligen Augenarzt ihren Augenarzt an und versucht es dann noch einmal mit ihm. Dann entschließt sie sich dann halt ihm auch irgendwie klarzumachen, dass sie noch nie gekommen ist, der dann total entsetzt ist, seine Brille aufsetzt und lernen möchte, wie es dann richtig so geht. Süß. Ach so, ja, schon, aber irgendwie auch sehr, sehr awkward. Wieso? Sehr eigenartig. Aber das ist doch genau die richtige Reaktion. Ja, sie traut sich ihm zu sagen, dass sie nicht gekommen ist. Er sagt, wieso, dann bist du ja die Erste. Merkwürdige Stille. Er überlegt, hey, vielleicht haben mich alle immer angelogen. Und dann diese bedingungslose Wille zu lernen und das richtig zu machen, finde ich schon cool. Ist halt ein bisschen schade, dass es nicht schafft. Das egal, was sie dann probieren, dass es nicht funktioniert für Miranda, aber... Ja, und da finde ich das halt schon ein bisschen kacke von ihr, weil dann hat sie keinen Bock mehr nach dem Marathonvögelunterricht. Und dann tut sie dann so, als würde sie ihren Orgasmus dann bekommen. Und ja, das war es dann auch für sie. Er ruft dann halt an, man hört einen Anrufbeantworter und sie geht nie wieder ran. Ja, aber es hätte klappen können. Ja, doof, dass sie ihm die Rufnummer von ihr gegeben hat. Von sich gegeben hat. Ach nein, ja. Da wird es dann ja auch irgendwann kapieren, oder? Wahrscheinlich. Ja, denke ich auch schon. Ja. Naja, Carrie ist dann auch dementsprechend ein bisschen fertig und geht dann halt mit Stanford aus und betrinkt sich mit den Tartinis und lernt dann einen Typen kennen, der recht jung und fit und modelartig wirkt. Ne? Das ist so ein leichter Rückfall in die Teil der Mid-20er-Episode. Ja, total. Das wirkt auch total so, als würde sie dann wieder in dieser 20er-Ecke
Sie gehen dann halt irgendwie, oder sie fahren dann halt mit seinem Auto nach Hause. Er ist ja auch Raucher oder wollen auf jeden Fall nach Hause fahren und halten dann an einer Kioskbude an. Ich glaube, es ist sogar ihre Kioskbude, dann, oder? Da, wo sie. Das kann sogar sein, ja. Auf jeden Fall kommt er mit der Zeitschrift, wo sie auf dem Cover drauf ist, zurück und ja, will sie dann eigentlich gar nicht gehen lassen und sie steigt aus und ist total fertig und das war's dann auch schon. Ja. Ein sehr komisches Ende auch. Negativ. Ja, unfassbar. Also total unangenehm. Also diese ganze Folge ist so sehr anstrengend. Hast du denn ein Top-Outfit? Ja, sie sitzt ganz am Schluss im Café. Stimmt, das habe ich vergessen. Und sagt da ihre weisen Worte. Ich weiß nur gar nicht mehr, was die Moral war von all dem. Aber das Outfit mochte ich total gerne. Da hatte sie so einen blauen Mantel irgendwie um die Schultern gelegt und so eine Sonnenbrille und saß an so einem kleinen Tischchen ganz alleine in so einem Café. Quasi genau wie Samantha alleine im Café oder Restaurant saß, aber halt der Kellner fragt sie irgendwie, ob noch jemand zu erwarten ist und sie sagt, nein, ich bin heute ganz alleine hier und so in so einem positiven, schon in so einer positiven Haltung gegenüber dem, nee, ich bin alleine hier. Ja, stimmt. Das Outfit fand ich total großartig. Aber es ist eigentlich nur so ein Mantelchen. Ja, wobei, das wirkt so ein bisschen wie so ein Schal, ne? Und ja, ihre genau, dunkle Sonnenbrille, ihre lockigen Haare und dann halt dieser schöne dunkle, schwarze Pullover. Ja. Das wirkt schon sehr schön. Dieses Blau ist halt auch so angenehm. Genau. Ja. Es hatte sowas Französisches irgendwie mit diesem kleinen Bistrotischchen davor und so. Und diese Stühlchen, diese Drahtlehnen, das ist echt schön, ja. Endet halt in dem Sinne halt schon sehr selbstbewusst. Ja. Ja, und dein Worst Outfit? Also das ist auch mein Top Outfit, muss ich dazu sagen. Oh, wir stimmen überein. Mein Worst Outfit war die rosa Hose ganz am Anfang im Salsa Club. Das, die rosa Hose? Ja, sie hat so eine rosa Hose an und so ein weißes Oberteil und diese Hose ist so furchtbar. Ja, das ist eigentlich auch das, was sie dann halt am nächsten Morgen auch trägt. Ja, natürlich. Sie kommt ja direkt nach Hause, schläft ein und rennt damit auch wieder los, ja. Ja, nicht nur. Da kommt nämlich ein Poncho da drauf, was noch schlimmer ist. Stimmt. Also dieses Outfit, ein Poncho drauf, das ist mein Worst Outfit. Du machst unglaublich keine Ponchos, oder? Oh, hallo, wer trägt denn Ponchos? Und vor allem dieser Poncho ist total Ponchos hässlich. Ich würde gerne Ponchos tragen. Außerdem die eine, also nicht Patsy von Absolutely Fabulous, trägt sehr, sehr gerne Ponchos. Wie heißt die denn? Ja, sie versucht auch was zu verstecken. Ja, das ist jetzt aber deine Unterstellung, dass der Poncho... Nein, das ist eine Tatsache. Deswegen würde ich ja so gerne Ponchos tragen. Ich muss das mal probieren. Ja, das kommt direkt dann mach vom das mal. Ein Poncho und eine Mumu? Nein, der Mumu. Kennst du das nicht? Diese Ganzkörperkleidergewänder, hawaiianisch? Es gibt eine ganz, ganz tolle Simpsons-Folge, in der Homer ja, Simpsons doch. Aber es gibt, wie heißen diese, wo man die Hände reinsteckt? Ich dachte, das heißt Muff. Mumu. Das heißt Muff. Genau, Muff, okay. Ja, doch, wo Homer so fettleibig ist, damit er zu Hause arbeiten kann. Genau. Und dann den Mumu irgendwie modisch macht oder so, fashionable. Sehr großartig, ja. Aber erst probiere ich Poncho. Pick, oh, it didn't happen. Okay. Ja, dein Zitat. Hattest du denn schon dein Worst Outfit? Entschuldige. Ja, mein Worst Outfit war halt das mit dem Poncho. Achso, okay, und der rosa Hose. Genau. Mein Zitat, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ist, als sie vom Sport wiederkommt und Zigaretten kauft, also sie sagt... Hallo, wie immer bitte. Da ich beim Sport alle meine Zigaretten geraucht hatte, wollte ich meine Vorräte ergänzen. Und ich fand diesen einen Satz, wo sie quasi sagt, da ich beim Sport alle meine Zigaretten geraucht hatte. Sehr lustig. Ja, mein Lieblingszitat ist eins von Charlotte. Ja, aber es gibt noch anderes. Orgasmen schicken dir zum Valentinstag keine Karte und halten dir nicht die Hand, wenn ein trauriger Film läuft. Meine schon. Das fand ich auch sehr schön. Und das sagt sie eine Folge nach dem Typen, der ihr quasi jeden Tag 7 Orgasmen beschert hat und den sie heiraten wollte. Also es glaubt doch auch kein Mensch, oder? Nee, nicht wirklich. Wie ist denn deine Bewertung von dieser Folge? Dieser hier würde ich 2 geben. Zwei Stanfords. Okay. Mhm.
Ja, dann bin ich tatsächlich mit einem Stanford dabei. Trotz Tartini. Aber ich muss echt sagen, also dieses Faken bzw. Vortäusche-Thema war ein bisschen. Dann fand ich halt auch den Schluss mit Carrie halt wirklich ein bisschen Larifari. Okay, ja, der Schluss war dann okay noch irgendwie. Also mit dem, wo sie dann halt diesen selbstbewusst in diesen Café sitzt. Aber nee, also das hat sich alles nicht gut angefühlt. Ja, aber ja. Ich mochte den Augenarzt und ich mochte diese Szene, in der Miranda sozusagen sagt, okay, bis hier, ich höre jetzt auf, wir reden jetzt drüber. Und er dann nicht, also sie tatsächlich sogar über diesen Punkt hinwegkommen, wo er sagt, ja, aber andere fanden mich toll. Und er dann wirklich quasi sagt, okay, gut, dann versuchen wir das jetzt. Das wird dann komödiantisch gelöst und natürlich kann es ja auch gar nicht klappen, weil sonst wäre Miranda ja jetzt mit ihm zusammen und dann müsste man ja mehrere Folgen mit ihm machen oder so. Vielleicht ist es deswegen dann so, dass es immer noch nicht klappt. Keine Ahnung. Aber diesen Lösungsansatz fand ich total schön, da mal so Tacheles zu reden und nicht sich immer alles, weil es geht so häufig um Gesichtswahrung, weißt du? So häufig darum, dass irgendjemand eine Macke hat und dann lässt man ihn fallen, aber das sagt man ihm gar nicht, warum. Oder man ghostet oder man meldet sich nicht mehr oder so. Das kommt so häufig vor bei Sex in the City. Und so selten, dass Leute wirklich sagen, okay, hier ist mein Problem, lass uns das zusammen lösen. Und deswegen zwei Stanfords, wegen diesem kleinen emanzipatorischen Vorgang. Und weil er so hot war. Ich bin. Ihr Zitat ist ja auch großartig, das sie da anbringt. Wie sie ihn versucht zu erklären, wo denn die Klitoris ist. Du weißt, wo die Klitoris ist? Das ist ungefähr 2 Zentimeter daneben. Ich bin Arzt. Ja, aber du bist ein Augenarzt. Das war ein sehr lustiger. Ja, ja. Ich bleib trotzdem bei meinen einen Stanford. Okay, darfst du. Vielen Dank. Dann wird auch die Abbildung am Ende der zweiten Staffel spannender. Stimmt, wenn wir schon nicht die doppelte Skala nehmen. Genau. Ja, das war Folge Nummer 4 von der Staffel Nummer 2. Nur Singles gibt man den Gnadenschuss. Fragezeichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.